Wir haben eine neue 340 Watt Maximum faltbare Solartasche. Dazu später mehr. Jetzt möchte ich euch mal gerade zeigen, wie man ganz einfach bei den Fahrgestellen Ducato Jumper und Boxer, wie man da einen Außenanschluss legen kann. Wir möchten nämlich die Solartasche so anschließen können, dass alle Fahrzeugtüren geschlossen bleiben. Dazu habe ich hier die Fußblenden entfernt. Die liegen hier unten. Und das geht ganz einfach. Da gibt es einfach nur ein paar Schrauben. Die muss man hier mit dem Schraubenzieher lösen an der Seite. Dann kann man diese Blenden so rausnehmen. Hier seht ihr den Kompressor für die Luftfederung. Ja, und hier gibt es nämlich unter dieser Blende gibt es hier ein Loch im Fahrzeugboden hier. Und der geht durch bis unten. Da kann man also ganz einfach Kabel durchlegen. Ich habe das schon mal mit ein paar Kabeln gemacht. Da kommt jetzt noch ein neues Kabel rein. Da wird hier unter dem Fahrerbereich der Anschluss für die neue Solartasche sein. Ja, und das wollte ich euch mal zeigen. Ihr könnt auf diese Weise ganz einfach Kabel nach unten verlegen, ohne irgendwas bohren zu müssen.